Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, die Bärlauchzeit beginnt, beziehungsweise ist schon voll im Gange. Anne war auch schon im Wald, wie man hier schön sehen kann. Ja, wir haben ja eine Menge Bärlauchgerichte, die verlinke ich euch noch im Laufe des Videos. Heute machen wir Bärlauchpuffer. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Ich war heute Morgen mal auf die Schnelle im Wald und habe Bärlauch gesammelt. Und heute Mittag soll es auf die Schnelle Bärlauchpuffer geben. Und dazu benötigen wir, das hier ist die Menge 70 Gramm Bärlauch. Wir brauchen ein Ei, eine Zwiebel, 500 Gramm Kartoffeln, roh und geschält. Zum Würzen Pfeffer und Salz, zum Ausbacken Butterschmalz und wir benötigen noch ein paar Haferflocken. Ich nehme hierfür Dinkelflocken. Ja, das ist unsere Ausbeute, was wir brauchen. Und dann geht's gleich weiter. Unsere Zwiebeln habe ich klein geschnitten, auch den Bärlauch, der ist auch fein geschnitten. Jetzt geht's gleich an die Kartoffeln, die werden geraspelt und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Anne ist kräftig dabei. Ne? Genau, ich habe wohlgemerkt von der Reibe die grobe Seite, nicht die feine, dass es dann so aussieht. Unsere Raspel. Ja, Anne macht jetzt noch weiter. Genau, ich habe noch so ein paar Kartoffeln und dann sehen wir uns wieder. Ich bin fertig, unsere Kartoffeln sind geraspelt. Nun gebe ich dem Ganzen noch die Haferflocken dazu. Da mache ich 3 Esslöffel rein. Das hat den Grund, dass sie ein bisschen sämiger werden, weil wenn man nicht schnell genug arbeitet, ziehen Kartoffeln Wasser. Falls das der Fall ist, dass zu viel Wasser drin ist, gießt das vorher noch mal ein bisschen ab. Haferflocken sind drin. Nun kommt der Bärlauch dazu. Schönes Grün und riecht richtig gut. So, wartet. Und die Zwiebeln kommen auch dazu. So. Dann unser Ei. Etwas Salz. Entschuldige bitte. Nichts passiert. Weil du so... Ne? Auf 10 Spitze steht. Pfeffer. Und das Ganze werde ich nun vermengen und mal sehen, ein bisschen abschmecken. Eventuell kommt noch ein bisschen Salz danach dazu. Aber das werde ich gleich sehen. In einer Pfanne haben wir nun Butterschmalz erhitzt. Dort gebe ich so einen Esslöffel voll von der Masse rein, so ein bisschen platt. Und lass den Puffer ausbacken. Ich habe übrigens noch ein zweites Ei mit reingerührt in die Puffermasse. Von der Konsistenz war es ja noch nicht so richtig gut, wie es sein müsste. Ja, aber das sieht ja jetzt schon ganz gut aus, ne? Ja, mal abwarten, was drauf wird. Ja, wir melden uns gleich wieder. Ja, Freunde, so sehen unsere ausgebackenen Bärlauchpuffer aus und wir servieren mit Kräuterquark und Stremellachs. Ja, Freunde, kurzes Fazit, heftig und deftig. Also wer nicht so viel Bärlauch mag, wir hatten 70 Gramm an Bärlauch, sollte vielleicht 50 nehmen, vielleicht weniger, je nach Geschmack. Beilagen hatten wir ja den Kräuterquark und den Stremellachs. Könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Das Grundrezept solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Würden wir uns sehr drüber freuen.
Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, habt noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Kühnes Kochkanal.